und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Jolene Lisa und ich freue mich mega, dass ihr heute wieder alle eingeschaltet habt. Wir haben Februar und dann alle, die meine YouTube-Videos schon länger folgen, wissen, was immer Anfang Februar für ein, beziehungsweise nicht immer Anfang Februar, sondern immer Anfang vom Monat für ein Video online geht. Richtig, es sind meine Drogerieholz. Ich war wieder in der Drogerie und habe alles mitgenommen, was neu war oder was bei mir leer gegangen ist, was ich neu kaufen musste. Und all diese Sachen werde ich euch jetzt zeigen. Ich glaube, ich bin diesmal wieder ein bisschen eskaliert, aber es sind diesmal wirklich wieder sehr, sehr coole Sachen dabei. Lasst uns direkt beginnen. Und zwar habe ich ein neues Produkt von Catrice gefunden. Und zwar ein Super Glue Brow Styling Gel. Vielleicht kennt ihr das von Gatsby. Ich liebe das. Es gibt kein Produkt, was meine Augenbrauen so gut hält wie dieses. Und ja, jetzt habe ich hier diese Variante von Catrice gefunden. Die ist sehr ähnlich. Ich habe es sogar schon getestet. Der Spoolie ist ein bisschen kleiner als bei Gatsby, aber auch wirklich sehr, sehr gut, hat einen sehr guten Halt. Und ich muss sagen, ich mag das Produkt schon ziemlich gerne. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit diesem Baking Puder hier. Und zwar ist das von Reval Loves Me aus der Holy Grails Reihe von Reval Loves Me. Das ist eine Limited Edition. Zusammen mit einem YouTuber, der heißt Maxim. Und ja, da habe ich mir das Baking Puder mitgenommen. Habe ich sogar auch schon ausprobiert. Muss ich sagen, bin ich auch richtig, richtig zufrieden mit. Für 3,50 Euro. Kann man da echt nichts falsch machen. Also das müsst ihr unbedingt mal bei eurem Rossmann suchen, falls es das noch gibt, und mitnehmen. Weiter geht es mit dieser Creme hier. Ihr wisst, ich liebe es, Hautprodukte auszuprobieren. Und ich habe mir jetzt mal diese Creme hier mitgenommen, weil die ist mir schon öfter aufgefallen. Aber ich habe sie nie mitgenommen, weil ich noch super viele Cremes habe. Aber gestern war der Tag und ich habe sie mitgenommen. Und zwar ist es hier von Isana eine Feuchtigkeitscreme. Das müsste für empfindliche Haut sein. Die hat sogar 100% Green Rating bei der App CodeCheck. Vielleicht kennt ihr die App. Deswegen, ja, für sensible Haut geeignet. Und 0% Parfüm, Silikone, Parabene und so weiter und so weiter. Deswegen, ich wollte die sehr, sehr gerne mal testen. Ich bin sehr gespannt auf die. Was ihr jetzt bestimmt schon öfter bei mir gesehen habt, ist dieses Fibre-Spray. Und zwar habe ich das in Köln mitgenommen. Bei uns gibt es die Sorte Aprilfrisch leider nicht. Das ist die beste Sorte von diesen Sprays hier. Und in Köln gab es das irgendwie. Deswegen habe ich das direkt mitgenommen, als ich das gesehen habe. Weil bei uns gibt es nicht. Aber Leute, das ist die beste Sorte von diesem Spray. Ich liebe das. Im November oder im Dezember habe ich mir dieses hier von Sacrotan gekauft und dann hatten wir ja Corona und in der Zeit habe ich super viel desinfiziert, vor allen Dingen Textilien, und jetzt ist er nach einer Zeit auch leer gegangen. Das ist quasi das gleiche, nur dass jeder hier keinen richtigen Geruch hat, sondern er wirklich ein Hygiene-Textilerfrischer ist. Er entfernt halt wirklich Bakterien und den könnt ihr sogar auf Klamotten sprühen und halt eben auf alle Textilien. Oh nein, sie ist ja ganz kaputt. Ich habe mir so eine wunderschöne Tücherbox geholt. Die war auch richtig teuer. Eigentlich sind diese Tücherboxen immer so 60, 70 Cent und die hat einfach 2 Euro gekostet. Aber ich muss sagen, ich finde sie richtig, richtig schön und ich glaube, die ist total der Hingucker im Zimmer. Und da ich eh Gold und Marmor liebe, dachte ich, passt es halt voll gut. Und deswegen wird die hier in mein Zimmer gestellt. Außerdem waren unsere Taschentücher leer und ich habe Taschentücher überall auf dem Schminktisch, im Schminktisch, in meinen Handtaschen. Also die liegen wirklich überall bei uns rum. Und die waren jetzt leer. Und bei Rossmann gab es schon so ein Frühling-Design. Und deswegen habe ich das auch direkt mitgenommen. Fand ich auch sehr, sehr süß. Man merkt auf jeden Fall schon in der Drogerie, dass die nächste Jahreszeit der Frühling ist. Und da kommen schon so richtig sommerliche Produkte rein. Das hier ist nämlich so das eine Beispiel. Das erinnert mich voll an den Sommer. Und zwar ist es hier auch von Isana, also von Rossmann, eine Limited Edition mit Badekristallen, Mango und Kokos. Und es riecht halt absolut nach Sommer. Also allein schon dieser Duft Mango-Kokos, da checkt man direkt schon, okay, es geht wieder in diese Frühling-Sommer-Richtung. Und den habe ich mir auch direkt mitgenommen. Ich habe mir aber noch ein Produkt von Isana mitgenommen. Das gab es bei uns vorher nicht. Das war auch einfach neu. Und zwar ist das ein Badestern. Und ich hatte sowas mal mit einer Wolke. Da kommt ein Regenbogen raus. Also wenn ihr die ins Wasser legt, sind da unten Farben. Und dann kommt so ein Regenbogen ins Wasser. Und hier steht auch mit Regenbogeneffekt. Ich muss sagen, ich fand das damals richtig cool. Und ja, das gab es jetzt bei Rossmann, deswegen durfte das natürlich auch mit. Außerdem sind jetzt mal all unsere Rasierschäume leer gegangen. Wir haben die in letzter Zeit alle aufgebraucht. Und deswegen brauchten wir einen neuen. Und passend dazu gab es auch einen neuen von Isana. Und zwar der Rasierschaum Paris. Das ist auch eine Limited Edition mit Rosen- und Aloe Vera Duft. Der sieht auch richtig, richtig schön aus. Und deswegen dürfte der auch noch mit. Die Sache, die eigentlich auch jeden Monat dabei ist, ist hier mein Trockenshampoo. Das ist von Batiste. Ich benutze es für braune Haare, weil mein Ansatz ein bisschen dunkler ist. Aber ich muss sagen, ich liebe das. Es hilft richtig gut, die Haare bzw. die fettigen Haare zu überbrücken, bevor ihr eure Haare wascht. Also ich mag das richtig gerne. Vor allen Dingen war das wieder im Angebot, deswegen dürfte das wieder mit. Die hier hat sich meine Mama mitgenommen. Ich benutze mittlerweile solche Rasierer, die keine Einwegrasierer sind.
Und ja, meine Mama benutzt eigentlich die von der Isana Eigenmarke, aber irgendwie gab es die nicht. Deswegen hat sie jetzt hier diese Gillette Simple Venus mitgenommen. Die habe ich früher auch benutzt, muss ich sagen, sind echt gut. Vielleicht habt ihr es gesehen, ich habe wieder mehr Interesse entwickelt zum Schminken. Also so die letzten Monate hat es mir einfach gar keinen Spaß gemacht, so richtige Full-Face-Looks zu schminken. Aber ich war jetzt auf dem Shooting für mein eigenes Produkt, auf dem Dreh. Und am Sonntag, eigentlich wenn dieses Video hier online geht, ist meine Release-Party. Und da kommt nochmal eine Make-up-Artistin und wird mit richtig fett schminken. Und deswegen brauche ich abends Öl zum Entfernen, weil sonst kriege ich nie mein Wimpernzeug ab oder meinen Lidschatten. Deswegen, ich hatte keinen Augen-Make-up-Entferner, weil der mit Öl ist. Deswegen musste ich hier nochmal meinen von Maybelline mitnehmen. Das ist wirklich der beste, den es gibt. Außerdem kriegt Catrice ein neues Sortiment und daher waren super viele Sachen reduziert. Auch diese Primer hier. Statt 5 Euro haben die noch 1,95 Euro gekostet. Und da habe ich mir einmal hier den Clean ID Insta Bright mitgenommen und einmal den Pore Minimizer, auch von der Clean ID Reihe. Und ja, ich dachte mir so, die kann ich ja mal testen, vor allen Dingen für das Geld. Es waren aber noch zwei Sachen reduziert und zwar hier einmal der Plump and Blur. Das ist ein Lip Treatment. Das ist für die Lippen, einfach um die aufzuplustern. Und das gleiche von Catrice habe ich nochmal mitgenommen, nur als Lip Plumping Mask. Und ja, auch beides für 1,95 Euro. Das hier gab es auch neu, das habe ich direkt schon Ende Januar entdeckt. Oder Mitte Januar müsste das gewesen sein. Und zwar von Isana ein Vitamin Lippen Roll-On Oil mit Vitamin E, F, Kokos und Mangokernöl. Und ich fand, das sah super, super interessant aus und es hat 1,95 Euro gekostet. Ihr seht die Preise eh immer eingeblendet. Aber ich muss sagen, ich fand das voll interessant, deswegen durfte das auch mit. Diese Maske hier war auch neu und zwar ist die irgendwie mit Haferstücken. Und ich stelle mir das voll angenehm vor, wie so ein leichtes Peeling. Deswegen durfte die auch noch mit, weil die auch neu war. Und dann gab es auch noch neu von Isana eine Hyaluron-Lippenpflege. Hyaluron ist sehr, sehr gut für die Lippen oder fürs Gesicht. Und deswegen habe ich mir hier die Lippenpflege noch mitgenommen. Einige Limited Editions gab es aber auch neu. Unter anderem hier die Sweet as a Peach-Reihe. Hier habe ich mir jetzt mitgenommen den 2-in-1 Duschschaum und Body Lotion. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das sein wird. Aber ich muss mal hinten drauf später lesen. Und ja, davon gab es eine komplette Reihe. Leider war schon ziemlich viel ausverkauft. Außerdem habe ich mir hier noch so Reinigungs-Desinfektionstücher mitgenommen. Ja, ich fühle mich dann einfach viel wohler, wenn ich irgendwo war auf Toilette. Also jetzt nicht bei Freunden oder so, sondern eher so draußen. Dass ich mir die Hände danach mal so desinfizieren kann mit so Tüchern. Und ich mag Tücher lieber als Sprays. Deswegen ja, habe ich mir die hier mal noch mitgenommen. Es gab noch eine richtig coole Limited Edition bei Isana. Und die habe ich mir natürlich auch mitgenommen. Und zwar einmal war das hier Schmetterlings Hydrogel Eye Pads. Die sahen richtig süß aus, wie so ein Schmetterling. Ein Badesalz, das habe ich mir auch selbstverständlich mitgenommen. Also das riecht auch richtig gut. Und eine Gesichtsmaske, eine Tuchmaske gab es auch noch. Und die durfte natürlich auch noch mit. Auch eine neue Seife, jetzt passend zu Valentinstag. Und unsere war eh leer, deswegen brauchen wir auch wieder eine neue. Und zwar ist es hier die Isana Cremeseife. Das Beste in meinem Leben bist du. Ich fand die richtig süß. Dazu haben wir auch das passende Klopapier mitgenommen. Aber das zu zeigen, ist es, glaube ich, ein bisschen unnötig. Und es riecht auch richtig gut. Außerdem habe ich mir zwei Sachen für mein Auto mitgenommen. Und zwar einmal Bildschirmreinigungstücher. Also die sind feuchte, extra für den Bildschirm. Ich wollte damit auch mal über meinen Laptop und iPad und sowas gehen, weil ich benutze immer Glasreiniger. Und das hinterlässt richtige Schmierfilme. Und ich kriege das seit Monaten nicht weg. Deswegen habe ich die hier entdeckt und habe die direkt mitgenommen. Und für mein Autodisplay habe ich es auch direkt mitgenommen. Ich lege mir die auf jeden Fall ins Auto. Und da ich letztens mein Auto sauber gemacht habe, das habt ihr auch in meinem neuen Vlog gesehen, und meine Autotücher leer gegangen sind, habe ich wieder auch nochmal neue mitgenommen. Das sind diese Pflegetücher fürs Auto. Und die sind richtig gut. Also die habe ich noch nicht getestet, aber die hier kann ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen fürs Auto sauber machen. Und Desinfektionsmittel ist auch leer gegangen. Damit mache ich immer das Klo sauber, die Türgriffe. Also damit desinfiziere ich so alle paar Tage alles einmal. Und ja, deswegen ist es auch leer gegangen. Deswegen durfte da auch eine neue Flasche mit. Außerdem gab es zwei neue Duschgele. Dazu gab es ja auch schon neue Shampoos und Peelings, also Body Peelings. Die Body Peelings habe ich nicht mitgenommen. Die haben mich nicht so interessiert, um ehrlich zu sein. Aber die Duschgele hier dafür umso mehr. Ich finde, die sehen noch richtig schön aus. Hier haben wir einmal mit Kokosnussöl und einmal mit Mandel- und Kirschblütenextrakt. Am Sonntag ist die kleine Release-Party für mein Produkt und da habe ich mir solche Body-Tattoos mitgenommen. Die sind von Essence gewesen. Da sind zwei Schablonen drauf und ich fand, da waren richtig süße Tattoos bei. Und da ich in nächster Zeit drüber nachdenke, mich zu tätowieren, dachte ich so, komm, ich probiere ein bisschen was aus. Und die sind gold und ich fand die voll süß und deswegen
durften die auch mit. Habe ich mir eine neue Haarmaske mitgenommen. Dazu gab es auch passend Shampoo und Spülung. Aber ich habe aktuell so viele Haarprodukte, dass ich nicht mehr hinterherkomme. Ich hätte euch das gerne gezeigt, aber ich will es auch nicht verschwenden. Deswegen habe ich mir nur die Haarkur mitgenommen, weil ich gerne eh nochmal eine neue testen wollte. Und zwar ist es hier die Spliss Protection. Da ist einfach ein Hitzeschutz bis zu 230 Grad drin. Und deswegen fand ich das so interessant und ich habe die auf Insta gesehen und wollte die dann auch direkt mitnehmen. Langweilig, aber eine Sache, die man trotzdem braucht, sind diese Wattestäbchen, Q-Tips, Ohrenstäbchen, wie auch immer man es nennen möchte. Und da brauchte ich auch nochmal neue. Diese zwei Sachen hier waren reduziert und zwar 2 Euro günstiger als der Normalpreis. Und zwar ist es hier einmal das Brazilian Keratin Smooth Shampoo und der passende Conditioner dazu. Ich habe früher richtig gerne die blaue Serie davon benutzt. Das ist die Marke OGX. Und die waren jetzt reduziert und ich wollte genau dieses hier schon richtig lange testen und ich glaube, das war ein Zeichen, dass ich es mitnehmen sollte. Deswegen, wenn meine Extensions raus sind, werde ich das auf jeden Fall mal benutzen und ausprobieren und auch leer machen. Einfach einen neuen Badewürfel mit Himbeer- und Blaubeerduft und boah, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unfassbar gut das riecht. Das erinnert mich an irgendwas aus meiner Kindheit. Und vielleicht merkt ihr jetzt, was ich meine mit Frühlingsgerüchen und Sommerprodukten. Aber wirklich, Leute, es ist eine 10 von 10. Es riecht, boah, so unfassbar gut. Außerdem habe ich hier von Lenore, ich sage immer L'Oreal, das fällt mir immer erst im Nachhinein auf, aber von Lenore den Weichspüler hier mitgenommen. Den benutzen wir immer. Ich liebe den und ist echt einer meiner Favoriten. Dann habe ich noch das hier von Essence entdeckt. Und zwar ist es hier ein Electric Glow Color Changing Lipstick. Der ist in so einer neongrünen Verpackung und der ist mir direkt ins Auge gestochen. Der war voll versteckt bei uns, aber als ich den gesehen habe, musste ich den direkt mitnehmen. Und ich glaube, ich werde dazu einfach ein separates TikTok-Video machen. Hier ist davon abgesehen... Oh. Oh no. Hier ist davon abgesehen das Klopapier, von dem ich euch erzählt habe, aber das ist schon benutzt worden. So, zu dieser Handseife und zu diesem Klopapier gab es noch ein passendes Duschgel und ein passendes Deo-Spray. Und Leute, es ist meine absolute Lieblingsreihe. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut die Sachen riechen. Das Deo ist jetzt unten in meiner Handtasche, deswegen ich bin gerade ein bisschen faul, das zu holen. Und dazu habe ich auch das passende Deo. Und diese Cremedusche musste ich mir auch mitnehmen. Leute, das ist ein hammergeiler Duft. Rennt zu Rossmann, 60 Cent, holt euch das. Es ist so übertrieben nice. Es riecht so extrem gut. Es riecht einfach nach Valentinstag. Genauso würde ich den Duft Valentinstag beschreiben, wenn ich es müsste. Ja, natürlich habe ich mir dazu auch die Badeperlen mitgenommen, weil ich liebe es zu baden. Und die sind eh nach Eimer benutzen immer leer. Deswegen, ich gehe so oft baden, die gehen so schnell leer bei mir. Und ja, wie gesagt, es riecht unfassbar gut. Dann habe ich mir noch ein Dufterfrischer mitgenommen. Und zwar hier der Textilerfrischer mit diesem Blütentraum. Oh mein Gott, ich habe es verwechselt. Den habe ich bei uns gekauft, weil das ist der einzige, den es bei uns gibt. Und den habe ich in Köln gekauft. Diese Sorte, wenn ihr diese Sorte irgendwo findet, die war das nämlich, dann müsst ihr euch die mitnehmen. Das ist nämlich der geile Duft. Den habe ich in Köln gekauft. Das riecht so, so gut. Deswegen habe ich jetzt 2 neue. Neu gab es dann auch ein Haarparfüm. Und zwar ist es hier Purple Dahlia mit blumigem Duft. Das ist eine Limited Edition. Sah auch voll schön aus, deswegen habe ich es auch mitgenommen. Und Haarparfüm benutze ich eh immer. Dann habe ich hier von AOK das Gesichtswasser. Das ist bei mir leer gegangen. Das ist so das einzige Gesichtswasser, was ich richtig gut vertrage, was mir nicht in den Augen brennt und generell nicht im Gesicht brennt. Und ja, deswegen, das dufte auch noch mit. Dann habe ich hier noch eine Aufbau-Feuchtigkeitsmaske mitgenommen, weil ich liebe solche Haarmasken und das ist Kokosduft gewesen. Dann habe ich hier von Glade ein Touch and Fresh Nachfülldingsens geholt. Das ist die Sorte Romantic Vanilla Blossom, ist mein Lieblingsduft von dieser Glade-Reihe. Dann habe ich mir noch ein Badesalz mitgenommen und zwar Moonlight Dreamer. Das ist von Trackle Moon und ja, das ist mit Milch und Honig und ich glaube, so vorm Schlafengehen ist das übel entspannend. Ich wollte einen neuen Augenbrauenstift ausprobieren, deswegen habe ich mir hier von Rival de Loup den gekauft in der Farbe 03 Peanut. Ich bin gespannt, wie der sein wird. Ich glaube, ich hatte den vor Jahren mal und ich weiß aber nicht mehr, wie ich den fand. Deswegen habe ich ihn mir jetzt nochmal mitgenommen, weil der vor ein paar Wochen habe ich den schon gekauft. Ich glaube, ich habe den kurz nach meinem Januar-Haul gekauft, also so Mitte Januar habe ich das auch gekauft. Da war der reduziert, deswegen habe ich den mitgenommen. Dann habe ich noch eine Haarmaske von Isana mitgenommen. Die war auch neu. Das war die 3-in-1 Hair Mask Fruit Hair Edition. Duschpeeling habe ich auch noch mitgenommen. Das hat mich jetzt schon länger angelächelt und ich dachte mir so, okay, ich nehme es mir jetzt mal mit. Und zwar ist es mit Mandelblüten und Vanilleblütenduft. Und ja, ich habe gerade gesehen, dass es die letzten Produkte hier gerade am Ende waren. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, würde ich mich total über einen Daumen nach oben freuen. Ich hoffe, wir sehen uns am Mittwoch um 18 Uhr wieder. Und ja, habt bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss!